herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem LS19 Ravenport. Auf der LS19 Ravenport. So, wir haben gerade das Gras abgeladen. Wie gesagt, eine Aufnahmesession geht direkt weiter hier. Fahren wir wieder aufs Feld zurück und holen noch die letzten, ich denke mal, drei Ladungen kriegen wir bestimmt noch voll. Wenn es nicht sogar noch mehr wird. Aber ich hoffe ja halt tatsächlich, dass wir diese Folge fertig bekommen. Denn noch länger will ich euch damit dann nicht auf die Folter spannen und auf den Zeiger gehen. Guck mal, wo war das hier? Hier müssen wir rein. Sieht aber gut aus. Wir haben schon weit mehr als die Hälfte wieder aufgenommen hier. Ja, da liegen zwar noch ein paar Bahnen. Sollten wir aber relativ zügig drin haben. So, dass wir dann mit der Feldbearbeitung selber weitermachen können. Wie gesagt, pflügen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das auch gekalkt werden musste. Ich glaube, kalken nicht. Dann aber düngen, ansehen, düngen. Das Ganze auch dann später auf der fünffachen Geschwindigkeit. Damit sich wenigstens das eine Feld hier mal ein bisschen absetzt von den anderen beiden. Ja, und Fakt ist, damit haben wir auf jeden Fall mehr als genug Gras für ein paar Schafe. Eine ganze Weile. Da sollten wir also keine Probleme so schnell mitbekommen. Denn ich möchte tatsächlich auch nur ungerne eins der drei Felder, was wir haben, nochmal so schnell wieder mit Gras ansehen wollen. Von daher ist das eigentlich ganz gut. Ach, egal. Ich zieh da jetzt so drüber weg. Reste werden gleich nochmal eingesammelt. Was auf dem Feld liegen bleibt, ist egal. Das geht weg beim Pflügen. Alles andere gucke ich dann gleich nochmal zur Not aufs Screen. Was da so liegen geblieben ist, um so ein bisschen die Schönheit zu wahren. Ja, denn wir hatten ja geplant, Schafe kaufen, Hühner kaufen. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir Hühner... Aber ja, ich würde doch tatsächlich erstmal nochmal dann Soja hier auch mit draufhauen, dass wir alle drei Felder mit Soja voll haben. Da ein bisschen Knaster reinbekommen. Und damit wir uns dann auch Hühner leisten können. So, jetzt machen wir das Ganze mal so rum. Biegen dann unten gleich rechts ab, statt links. Also das ist jetzt hier gerade der Bereich, der sollte dann schon wieder sauber werden. Wobei wir wir müssen noch richtig Geld machen, denn ich habe zwar noch keine Schafweide selber gebaut, habe aber schon gehört, dass sich da wohl sehr viel Asphalt drumrum legt und ich ja die Schafweide ja so ein bisschen halt optisch schön machen will, also so ein bisschen Asphaltplatz können wir schon gebrauchen. Dementsprechend, verdammt, ich sollte den Ladewagen auch wieder einschalten. Dementsprechend wird das auch Geld kosten, so wie Auffahrt bearbeiten. Wobei die Auffahrt... Ja, es ist halt schwer. Ich müsste mir überlegen, wie wir das vielleicht hinbekommen. Oder dass wir halt diese Bearbeitungssachen eventuell nicht von unserem Geld bezahlen, dass ich dann quasi mir genau aufschreibe, wie viel Geld wir haben. Dann bearbeite ich, was weiß ich, die Auffahrt noch, mache dann da, wo die Schafweide hinkommt, ein bisschen Asphalt hin, gucken, wie sich das Ganze, also dass das Ganze ein schönes Bild ergibt und stelle hinterher den exakten Kontostand wieder her. Weil diese Sachen, diese Bodenbearbeitung, jetzt habe ich das Wort gefunden, ist doch sehr teuer. Oh, wir sind schon voll. Dann düsen wir wieder ab.
Ja, Feld ist auf jeden Fall leer. Das, was da jetzt noch drauf liegt, das bleibt auch liegen. Nur das drumherum wird noch weggemacht. Ja, und eine Auffahrt hätte ich gerne noch zu dem Feld, dass wir nicht jedes Mal über die Wiese brettern. Die müsste ich eigentlich auch noch machen. So ein bisschen so eine Sandauffahrt, wie so einen winzigen Feldweg. Das werde ich auch noch mal alles machen. Ja, das machen wir dann auch tatsächlich nicht von unserem Geld. Denn das ist, denke ich, sehr teuer und dann würden wir ja lange dran knabbern müssen, bis wir das Geld wieder drin haben. Und das mit der Auffahrt geht mir gerade ganz gewaltig gegen den Strich. Bislang hat es ja noch relativ gut funktioniert, aber jetzt mit so einem riesigen Ladewagen und wir werden relativ zügig wahrscheinlich auch, wenn wir wirklich gut durchstarten, auch zu solchen dreiachsigen Anhängern kommen. Selbst mit dem LKW, wenn man dann da irgendwie hoch will, das wird alles doof aussehen, das wird sich blöd fahren lassen. Dementsprechend, das muss auf jeden Fall zügig geändert werden. Und wir haben eigentlich noch so viel zu tun. Aber wir denke, wir haben auch genug Zeit noch. Wie gesagt, wir müssen uns noch Kajak, müssen wir uns noch wiederholen. Das wird auch nochmal ein teurer Spaß. Wobei wir müssen uns ja auch nicht vollknallen mit Kalk. Also wir werden das Lager nicht mit 500.000 Liter Kalk vollballern. Dafür haben wir gerade keine finanziellen Mittel. Aber wenigstens 2, 3, 4 Anhängerladungen voll, dass wir, wenn das nächste Mal Kalken ansteht, wir auch genügend da haben. Und nicht dann, während wir am Kalken sind, irgendwo die große Reise antreten müssen, um uns wieder auffüllen zu müssen. So. So ein bisschen Force Feedback wäre ganz cool. Lässt sich dann aber auch auf jeden Fall dann nicht mehr so gut rangieren, wie es jetzt ist. Im Moment geht das echt einwandfrei. Ich werde auch weiterhin mit dem G29 weiterspielen. Gefällt mir richtig gut. Es sei denn, es ändert sich vielleicht doch nochmal irgendwas, dass sich meine Meinung ändert oder ich tatsächlich irgendwas vermisse, aber im Moment absolute Überzeugung, weiterhin mit dem G29 zu spielen. So, dann machen wir jetzt hier mal jeden zweiten. Dann ist das mit dem Wenden, glaube ich, ein bisschen geschmeidiger. Und fertig wären wir alle mal in der Folge hier. Hier liegen ja nur noch die Reste rum. Sind jetzt auch langsam nur noch minimale Bahnen, die hier liegen. Weshalb ich jetzt mal in die. Nein, nicht den Ladewagen ausschalten. Eigentlich nur in die Außenperspektive gehen. Um jetzt halt einfach besser zu handeln, wo bleibt was liegen und wo nehmen wir was mit. Denn wie gesagt, den Bereich, was kein Feld ist, den hätte ich schon ganz gerne wieder ordentlich sauber. Das sollten wir aber gut hinkriegen. Schnappen wir uns hier die Bahn noch mal eben. Denke, das müsste jetzt auch alles noch reinpassen, letzte Ladung. Dann haben wir, glaube ich, vier Ladungen, das sind 200.000 Liter. Damit kommen wir lange hin.
So, kriegen wir das hier breit aufgenommen? Ja, geil. Hoppala, dahin. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Dann ziehen wir hier einmal durch. Schnappen wir uns den Bogen hier. Da ist was liegen geblieben. Dann fahren wir hier nochmal drauf. Das kriegen wir auch weg. Die haben wir, glaube ich, jetzt beide erwischt. Ne, haben wir nicht. Nur den einen. So. Aber haben wir das schon mal, das haben wir schon mal sehr schick. Da unten und oben liegen jetzt noch ein kleiner Fitzel. Da müssen wir gleich unten an der Straße gucken und einmal oben am Ende des Feldes. So, das haben wir auch. Hier ist schön sauber geworden. Ja, und ich platziere jetzt natürlich, also ich hätte schon, also ich stelle mir schon vor, dass wir irgendwann ein großes Feld haben, wo alle Ställe drauf sind. Alle Ställe und Weiden und was auch immer. Nur haben wir es im Moment nicht, deswegen halt die Schafe erstmal hier hin. Die Hühner werden wahrscheinlich auch ihren Platz nochmal hier finden. Bis wir uns irgendwann ein großes Feld leisten können oder. Ja, es wird ein Feld sein müssen, denn so große Parzellen mit so viel Platz, obwohl das Feld so klein ist und man trotzdem viel Platz hat, wird es nicht geben. Ich überlege gerade, was ist wohl am besten hier? Einfach lang drüber zu fahren oder? Ich glaube ja. So. Das fährt sich echt geil. Ja, toll. Da bin ich quasi einmal umsonst den Bogen gefahren. Da haben wir, glaube ich, nichts aufgeladen. Das haben wir auch nicht erwischt. Hätte ich gerne den kleinen Haufen hier noch. Haben wir. Den kleinen Haufen. Ich sag mal, das, was jetzt in dem Bogen liegt, das darf da sogar mal liegen bleiben. Hier nehmen wir das Stückchen mit. Dann gucken wir jetzt eben unten an der Straße nochmal, was wir da haben. Und dann haben wir das. Gut, okay, 200.000 Liter sind es nicht ganz. Der Wagen hier wird ja nicht mehr voll. So, hier dürfte eigentlich theoretisch gar nicht so viel liegen. Ne, da vorne ein bisschen. So, und hier nochmal drauf. Fertig. Dann hätten wir das. Einwandfrei. Dann kippen wir es ab, geben den Anhänger zurück. Dann haben wir es doch hinter uns gebracht. Auch in zwei Folgen ist noch eine gute Zeit. Mal alles, was an solchen Arbeiten oder generell Arbeiten ist, zwei Folgen, denke ich, kann man das tatsächlich mal machen.
Wenn es darüber hinausgeht, ist natürlich schon. Ja, dann kommen wir wieder zu meinem berühmten Offscreen und oder Zeitraffer, was ich immer noch nicht gelernt habe. Ich weiß nicht mal, ob mein Programm, mit dem ich schneide und rendere, das überhaupt hergibt. Ob man damit einen Zeitraffer überhaupt machen kann. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen was eingelagert. Steht das denn hier überhaupt mit drin? Ja, hier. 242.000 Liter Gras haben wir. Sollte massig ausreichen. Dann geben wir den jetzt zurück. Wunderbar, das haben wir. Ich stelle die Zeit jetzt mal wieder hoch auf fünffache Zeit. Ja. Und dann sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende dieser Folge. Heute der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, Flügen steht als nächstes an. Da starten wir jetzt gleich. Ich hänge noch an. Während ich den jetzt hier anhänge, ja, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten dabei gewesen sein und Zuschauen und für eure Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne in die Kommentare hauen, Anregungen, Tipps, Mods, die ihr gefunden habt und so weiter und so fort. Immer rein damit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, so, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Abonniert kostenlos und macht die Glocke an, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Dann wünsche ich euch einen geselligen ersten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.